Ja, wie gesagt, ich jetzt nachdem ich die Xbox benutzt habe und da echt geile Spiele drauf gespielt habe, habe ich jetzt sowas von noch weniger Bock auf ein schlechtes Spiel wie Zelda. Und er schießt in die falsche Richtung. Oh Mann. Zack. So, funktioniert doch. Also, was machen wir? Gehen wir vorne rein? Hier? Oder gehen wir hier rein? Ich gehe hier rein, weil ich bin jetzt einfach der Meinung, da ist die Karte. Und? Oh Gott. Hier ist garantiert noch ein Geheimraum. Sonst könnte ich mir nicht erklären. Oh Gott. Warum hier so viele Gegner sind. Ich gehe hier einfach mal weiter. Und wir haben hier. Wow! Das ist ein Scherz. Das ist doch ein Scherz. Okay, ich gehe oben lang. Ach, hier haben wir nur einen Tipp. The Spectacle Rock is an entrance to death. Was? Ich glaube, das ist ein Hinweis auf Palast Nummer 9, denn der ist in einem Stein, wie ich das gerade auf der Karte sehe. Von daher. Ja, danke für den Hinweis. Ein paar extra Herzen hätten es eigentlich mehr gebracht. Okay, warte, ich gehe mal hier jetzt noch rein. Beziehungsweise ich versuche mal hier eine Tür zu öffnen. Nix, schade. Okay, das heißt, mit einem Herz Unmengen an Gegner ausschalten. Ja, ich freue mich. Ich freue mich echt total. Los geht's. Oh Gott. Aber hier sind noch wenigstens. Hier sind wenigstens ja noch keine Schießfritzen. Aber da hinten, das sind ja schon wieder 10 von den blauen plus Schießfritzen. Oh Mann. Diese Ritter, die kotzen mich an. Und die werden so dermaßen im Überfluss genutzt. Das ist unfassbar. Oh, wow. Man spendiert mir ein Herz. Das war nix. Wann darf ich wieder? Jetzt, gut. Oh, nicht nochmal. Das war vielleicht äußerst dumm. Nee, das war nicht dumm, das war gut. Okay. Und jetzt du. Oh Mann! Oh. Wie die Gegner auch immer selbst entscheiden, oh, jetzt stoße ich zurück und jetzt nicht. Ich habe kein Leben verloren. Ich wollte nur sicher gehen, ob ich jetzt hier Herzen verloren habe, denn das gehe ich jetzt definitiv nicht mehr ein. Ich muss Herzen sammeln. Dann werde ich jetzt halt Safe States abusen bis zum Umfallen. Ist mir egal. Aber bitte, es ist ja jedem von euch, also wer das nicht mag, wem das auf die Nerven geht, dass ich Safe State, es ist ja jedem von euch selbst überlassen, das Spiel auch gerne ohne Safe States durchzuspielen. Und es ist ja auch jedem von euch selbst überlassen, das Ganze dann aufzunehmen, zu moderieren und das Let's Play zu nennen. Ist ja gar kein Ding, kann ja jeder machen, wie er will. Da gehe ich übrigens nicht lang, da war ich ja alles schon. Aber ich mache es jetzt einfach auf meine Art und das ist halt jetzt mit Safe State, denn ich bin ein Weichei, wenn ihr so wollt. Das ist mir zu hart hier. Absolut. Und das wird jetzt wirklich ätzend. Ich habe keine Ahnung. Moment, ich könnte versuchen mit einer Bombe ein paar von denen auszuschalten, wenn sie auf einem Haufen sind. So wie jetzt zum Beispiel. Gut, das schaltet die noch nicht mal aus. Ich mache nur ein bisschen Schaden. Ja, dafür lohnt es sich eigentlich nicht. Dann lade ich nochmal und heb mir die Bombe auf. Wow, okay, los geht's. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wenigstens habe ich wieder 4 Herzen. Das heißt, falls ich mal getroffen werde und es war gerade so eine gute Runde, dann kann ich es auch mal stehen lassen. Wow. Oh. Ja, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe bis jetzt auch noch nicht im Internet nachgeschaut, ob es irgendeine gescheite Version gibt, wie man diese dämlichen Viecher ausschaltet. Ob es da eine bestimmte Waffe gibt, die. Was mache ich denn? Die mehr Sinn macht. Aber ich meine, ich habe alle Waffen und ich. Sie bringen einfach alle nichts. Oh Gott! Super, das ist. Ich meine, das ist ja ein echt toller Raum, ne? Was soll man sonst hier machen, als das, was ich hier gerade mache? Rumlaufen, ausweichen und versuchen, mal, oh, ein oder zwei Schläge durchzubekommen.
Das ist doch nicht zu fassen. So, so werde ich es machen. Oh, Wahnsinn, ich habe einen Tod. Ich habe einen Tod! Ja. Hm. Ja. Na. Na. Scheiße. Das ist doch... Oh, eine Fee. Das war jetzt... Das ist jetzt... Das war doch mal... Nee, es funktioniert generell nicht von... Also man kann sie von vorne einfach nicht treffen. Das hat auch nichts mit dem Winkel zu tun, in dem man angreift. Es geht einfach überhaupt nicht. Das war jetzt... Oh, dieses Steuerkreuz. Das macht mich wahnsinnig. Nein, nein, was mache ich denn? Ich habe das auch noch gespeichert. Och, Trottel. Jetzt, nachdem ich echt so den Xbox-Controller eine Weile in der Hand hatte und merke, wie toll ein Steuerkreuz funktionieren kann, boah, bin ich enttäuscht von diesem dämlichen 9-Euro-Controller. Das Ding, das geht mir auf den Geist. Ich will nicht mehr. Ich will einen guten Controller. Und das werde ich auch demnächst machen. Ich werde, sobald ich irgendwie mal Geld bekomme, werde ich mir einen Xbox-Controller für den PC holen, denn ich bräuchte eh noch einen zweiten Controller an der Xbox selbst. Und dann habe ich noch einen für PC quasi mit. Und endlich mal einen gescheiten wieder. Ach. Und die Dinger sind so teuer. Ui. Ja. Das ist doch nicht wahr. Die Schüsse holen mich ein. So, jetzt aber. Komm, das ist noch ein Gegner. Den werde ich ja jetzt wohl... Na, oh, diese... Das ist aber auch eine scheiß Arschloch-KI, ne? So. Dankeschön. Wow. Wenigstens hat mir der Raum jede Menge Herzen gegeben. Ja, und ein... Nee, kein Drache. Oh Gott. Ja, jetzt werden halt alle Räume und Gegner recycelt. Bei Bedarf mal ein bisschen stärker gemacht. Und schwupps. Oh Gott, dieses dämliche Ding. Lenken, lenken. Ist das so schwer. So, meine Fresse. Okay. Volle Anzahl Bomben. Eine gute Anzahl Herzen. Und schon wieder ein Keller. Ah, ein Durchgangskeller. Alles klar. Und ich habe immer noch keine Karte. Also ich spekuliere jetzt einfach mal darauf, dass ich irgendwann durch Zufall den Bossraum finde. Oder halt einfach sinnlos drauf losrenne. Na, ich bin doch schon ganz nah. Oh Gott! Oh Gott! Leute, habt ihr ein Rennen? Ich hätte noch 5 Gegner reingesetzt. Hä? Keine Lust. Das bringt ja den Nest schon fast zum Abstürzen. Es sind viel zu viele Sprites. Ja. Und da ist ein Schlüssel. Und ich komme nicht nach oben, so wie es aussieht. Ich müsste 2 Felder, wenn ich das richtig einschätze, 2 Räume noch nach oben, da wäre der Endboss. Beziehungsweise ein Raum wahrscheinlich nach oben, da wäre der Boss. Und der nächste Raum wäre dann das Triforce. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, und... Nipp. Nipp. Und ich hasse Gegner, die springen. Es gibt keinen Schatten in dem Spiel. Man kann also nie abschätzen, sind die Gegner auf meiner Höhe? Sind sie über mir? Wo sind die? Wo kommen die hin vor allen Dingen? So, ich sammle mal brav den Schlüssel ein. Hab jetzt schon 3 Schlüssel. Bin mit einem Plus, glaube ich, hier rein. Schauen wir mal, was der Weg uns so bringt. Da hätten wir zum Beispiel... Ja, oh, scheiße. Ah, okay, die Dinger schießen immer noch, wenn die Zeit angehalten wird. Bin ich unverwundbar? Moment, das probiere ich aus. Ich bin unverwundbar, okay. Alles klar. Ja. Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wo kommen wir hin? Oh. 10. Gegner hat die Bombe. Was? Ich hab Bomben. Welcher 10. Gegner? Ja, keine Ahnung. Interessiert wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Ich würde mal sagen, wenn ihr schon Bomben anspricht, werde ich Bomben nutzen und einen Geheimraum finden. Trüdeli, trüdeli, trü.
Und ich bin jetzt wirklich schon vorm Endboss. Ich bin vorm End... Nee, das kann nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, das hier. Das, gut, bei dem Endboss werde ich jetzt wohl eine Weile brauchen, aber, hallo? Ich meine, hallo? Ich habe die Karte... Ich habe den Endboss auf Anhieb geschafft. Den Endboss auf Anhieb geschafft, das Triforce bekommen, ohne die Karte zu finden und den Palast in, was weiß ich, 20 Minuten durch? Den achten Palast? Okay, dafür müsste ich jetzt Standing Ovations. Das war unfassbar viel Glück. Geil. Das war der Palast. Unfassbar. Ja, okay. Alles klar. Ich bin perplex. Total perplex. Ich komme gerade damit überhaupt nicht klar, dass ich einen Palast auf Anhieb geschafft habe in so kurzer Zeit. Und ohne eine Karte zu finden. Ja, da wären wohl Geheimnisse gewesen, aber... Scheiß drauf, ich hab ja eh alle Waffen. Also, und das Special Item in dem Palast dürfte ich auch gefunden haben, dieses Komi-Uimo-Teil. Ja. Okay, jetzt gilt's rauszufinden. Moment, ich muss... Oh, das Triforce ist voll, wunderbar. Jetzt gilt's raus... Oh, das heißt, jetzt komme ich zu Ganon. Ich muss gerade schauen, wo ich da hochkäme. Zack, zack, zack. Okay, ich muss wohl über den Friedhof, so wie das aussieht. Alles klar. Ja, gut, Leute, ich werde jetzt... Oh Gott, ich weiß, dass ich das bereue. Ich habe jetzt gerade gute Laune, weil ich den Palast so schnell geschafft habe. Aber, das ist mir zu wenig, um das jetzt, um das Aufnehmen schon aufzuhören. Weil, ja, habe ich ja nicht viel zum Hochstellen. Deswegen werde ich jetzt den 9. Palast auch einfach mal noch hinten dranhängen und vielleicht, was heißt vielleicht, ich werde das Spiel jetzt durchspielen. Weil, ich werde nicht mitten im Palast die Aufnahmen stoppen und irgendwann weitermachen. Ich werde das Ding jetzt irgendwie durchspielen, auch wenn es mir wahrscheinlich den letzten Nerv rauben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Palast so sonderlich einfach ist. Allerdings ist das echt eine merkwürdige Anzahl Paläste. Also ich habe das Triforce voll, das heißt, der nächste Palast muss ja der Endboss-Palast sein, sonst wäre es ja sinnlos. Ich dachte vielleicht, okay, in dem 9. Palast gibt es das letzte Teil von Triforce und dann kommt der 10. Palast, der mich dann quasi zum Endboss bringt. Ich kaufe mir hier noch gerade einen Trank. Und, ja. 9 Paläste? Schon seltsam. Aber egal. Das ist ja nicht mein Problem. So, dann werde ich mich jetzt heilen, gehe dann ins Labyrinth. War diesmal sogar so schlau und habe mir den Zettel schon bereitgelegt. Ich weiß es übrigens immer noch nicht. Norden, Westen, Süden, Westen. Ich kann mir dieses scheiß Ding nicht merken. Okay, dann mal Richtung... Das ist aber echt ein langer Weg dann. Ui! So, Norden, Westen. Ich bin mir sicher, jeder von euch Zuschauern weiß wahrscheinlich das Ding schon auswendig und betet es im Traum runter. Und ich kann es mir einfach nicht merken. Jui, und durch. Gut, und jetzt geht's wohl an Palast Nummer 6 vorbei. Genau, auf einen anderen Friedhof und da den zweiten Weg nach oben. Alles klar. Das wäre dann quasi hier der 6. Palast. Und dadurch. Sofern man mich lässt, Dankeschön. Ah, das ist kein Friedhof, das ist wieder so ein Statuenplatz. So, hier hoch und dann einfach ganz bis hinten hindurch an der Höhle vorbei. Und dort hoch. Ah, hier hätte ich auch teleportieren können. Okay, Mist. Naja gut, wir haben ja gesehen, wie das Teleportieren aussieht. Das muss ja einmal reichen. Oh Gott. Nein, ich wollte mit vollen Herzen. Nein, ich will nicht in die Höhle. Fuck. Da will ich gar nicht hin. Lass mich gehen. Vielleicht ist dieses Schild aber auch das magische Schild, mit dem ich dann... Nee, andere Richtung. Mit dem ich dann hier Super Proof 4 Klasse Wahnsinn und so Schüsse abwehren kann. Keine Ahnung. So, gehen wir hier auch mal noch durch. Und da ist Palast Nummer
Moment, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Ich glaube, ich bin... Ha! Ich bin falsch gelaufen. Ich müsste noch eine Treppe höher. Verflixt! Egal. Egal. Hui. So. Wow. Nee, das probiere ich nochmal. Wie diese Steine auch eine gewisse Intelligenz haben und immer wissen, wo ich hinlaufe. So, hier will ich nämlich hoch. Ach du Scheiße. Und dann will ich hier lang. Wow. Und Palast Numero 9. Ja, das fängt ja schon super an. Ist ja Gott sei Dank gar nichts los vom Palast Nummer 9. Hallo? Nee. Okay, Moment, ich muss mal gerade abchecken. Es ist der linke. Der linke Stein ist es. Boah, wie hier alles voller Gegner ist. So, okay. Bomben auswählen, habe ich gut. Tür aufmachen, habe ich gut. Rein.